Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Hier ist nichts los bei uns zu Hause. Wir gucken mal kurz in die Mails. E-Mail. Hey, gefallen zurückgezahlt. Von Mercurio. Komm mal bei Gelegenheit in meinem Apartment vorbei. Ich hab was für dich. Geil. Und nicht an die Butter. Nicht an die Butter, den neuen Extremsport, den die Nation in seinen Bann schlägt, gibt es jetzt als Limited Edition auf DVD. Sehen Sie zu, wie Superstars wie Iron Will McMahon, Brock Dryhands Heinz und Margarine Mike Davenport ihre letzten Reserven an Beherrschung mobil machen, um nicht an die Butter zu gehen. Ein Schälchen Butter, zwei Wettkämpfer, drei Richter und jede Menge Willenskraft. Bestellen Sie unter www.nichtandiebutter.vtm. Ja, das kann man mal machen. Ich aber nicht. Das ist so bescheuert. Ich kann mir natürlich auch ein bisschen Blut ins Kühlfach legen. Aber ich darf ja nichts mehr kaufen jetzt bei dem Arsch in der Klinik. Habt ihr letztes Mal vielleicht mitbekommen, ich habe mir es ein bisschen verschissen, als ich Lilly freigelassen habe. Aber gleichzeitig war das auch so eine Blutspendemaschine. Finde ich ein bisschen... Ne? Ich meine, sie ist schon Dünnblut und er hat ja immer wieder Blut abgesaugt. Und sie so ganz knapp am Leben erhalten. Aber ich weiß nicht, scheinbar können Vampire ja kein eigenes Blut mehr erzeugen. Deswegen müssen sie welches trinken. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist da der gesamte Organismus stillgelegt als Vampir. Ich meine, immerhin sind es ja... Ich habe eben irgendwas Komisches gesehen. Irgendwie sind es ja auch lebende Tote. Anything I can do for you tonight? Ja, du hast mir eine Mail geschrieben. Sachen machen. Achso, wahrscheinlich hätte er jetzt eine Armbrust gehabt. Nö, weiß ich nicht. Anything Infos. Concerning? Ich weiß nicht. Leute? Who exactly? Keine Ahnung, das war's. Okay, dann hat er doch nichts für mich. Jetzt habe ich halt nur die Möglichkeit, bei ihm Sachen zu kaufen. Also hatte ich ja auch schon vorher, aber nun ja. Apropos, wir haben Lilith. Wir haben keins Ehefrau gefunden. Nein, wir haben Lilly gefunden, die Dünnblütige, die den Surferboy am Strand zu einem Vampir gemacht hat. Verzeihung. Und jetzt wollen wir erstmal sehen, ob die beiden sich wieder vertröstet haben miteinander und ein glückliches Pärchen geworden sind. Naja. Ich glaube ja nicht so richtig daran. Aber mal gucken. So, da vorne sitzt sie gleich. Ja, und dann gehen wir postwendend zurück nach Los Angeles und werden mal dem Prinzen Bericht erstatten, dass auf der Dane der Ankara-Sarkophag war, der Ankaran Sarcophagus. So heißt das Teil. Wir können auch wieder zurück auf die Dane, sehe ich gerade. Ach, mach Sachen. Hey, E. Brought my Lily back. She told me all about what happened. I don't know why you helped this, but... Your blood's worth bottling. I'll never let her go again. Thank you. Na klar. Hm. Niemand hat es verdient, dort zurückgelassen zu werden. Ich habe nur getan, was richtig war. We're gonna be getting out of LA soon. Too dangerous here. Rosa told us something big's about to happen, and I don't want to be here when the Jack comes out of the box. Take that for what you will. Ja. Ja, der Teufel springt aus der Schachtel. Das klingt nicht gut. Tschüss, E. Wo ist denn Lilly? Ach da. You might have saved me, but I can't look at you. To think anyone could be so compassionless, so heartless. Bitte was? Ja, aber ich bin nicht derjenige, der die Kehle des Typen mit seinen Zähnen aufgerissen hat. Tschüss. Ja. Hat sie jetzt etwa gerade. Hat sie mir die Schuld gegeben oder habe ich das nur falsch verstanden? War sie jetzt diejenige, die sich schlecht fühlt oder. Da bin ich ja als Samariter unterwegs und dann sowas, ne? Ah gut, ich habe 13 Punkte. Akademisches Wissen, Recherche 6. Habe ich da noch irgendwas? Handgemenge von 2, das ist eh Quatsch. Das ist für den Nahkampf, was ich nicht brauche. Was? Nochmal Handgemenge 2? Oh Gott, warte mal, dann werde ich das vielleicht doch mal skillen. Ja, ist okay. Dann kann ich das jetzt lesen hier scheinbar. Selbstverteidigung für Frauen auf dem Campus. Steigert ihr Talent Handgemenge? Nein heißt nein. Ja. Wert erhöht. Wo ist das andere? Hä? Habe ich jetzt beide gelesen? Das ist doch shitty. Ich habe zwei Bücher gehabt und eins hat er nur gelesen. Nö, sorry dann. Nö, nope. Mach ich nicht. Das machen wir nicht. Dann gehe ich nochmal kurz zum Strand wahrscheinlich jetzt. Ja. Wow. Das Geräusch immer, als wäre hier ein Auto und was gleich durchkommen würde. Kann ich das Buch dann verkaufen oder... Puh, weiß ich ja nicht. Ich fände es so cool, dass ich jetzt eine Armbrust habe, Leute. Hihihi. Ich mache mir hier das Shingudo rein und hier mache ich mal die Armbrust rein. Perfekt. Hoppala. Oh, falsch. Nee, also Entschuldigung, das... Nee. Das ist Abzocke. Guck mal, ihr seht es ja hier. Da.
Da ein Buch und da ein Buch. Oder ist das dasselbe und ist nur rübergerutscht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Trotzdem werde ich nicht so akzeptieren. Nö, nö, nö. Dafür kriege ich bestimmt noch ein bisschen was. Ich finde Handgemenge so unnötig. Das kann man... Ich glaube, als Gangrel habe ich das gebraucht. Weil mit der Verwandlung hat man ja quasi nur Nahkampf mit den Klauen. Aber das Schöne halt daran ist, man kann sich komplett fernhalten von Nahkampfwaffen. Da die im Prinzip sowieso viel weniger Schaden machen. Wenn man Handgemenge geskillt hat, ne? So, mein lieber I. Ja, gern geschehen. Ja, ich denke drüber nach. Tschüss. Mann, Mann, Mann. Das Meer ist heute echt einladend. Ja, du solltest dich ertränken gehen. Als Dünnblütiger ist es sowieso schwer für euch. So. Ja, jetzt aber ab nach Los Angeles und dem Prinzen Bescheid geben. Der wird sich freuen. Nee, erstmal gehe ich zum Regent der Tremere und werde ihm davon berichten, dass der Seuchenherd ausgeschaltet ist. Wahrscheinlich hat er auch noch was für mich. Er sagte ja, es gibt eine Belohnung, oder? Also quid pro quo heißt es ja immer. Ich werde hier bestimmt nichts ohne Gegenleistung machen oder weil ich Bock drauf habe. Je nachdem. Und ja, ich weiß übrigens, dass das Katana weniger Schaden macht, aber es ist wahrscheinlich schneller, nehme ich mal an. Hi. Los Angeles, Downtown. Ja. Na gut, ich meine, wir sind hier die ganze Zeit in Los Angeles, da spielt das. Ich meinte halt, ne? Ja, ja. So, ab. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Geschwindigkeit einen Maskeradebruch darstellt. Weil hier könnte ich so schnell sprinten. Das wäre so super. Da war's, ne? Jo. Nee. Da? Ja, da war's. Der Regent. Maximilian Strauss. Ich glaube hier. Wo war's denn jetzt? War hier noch was? Vielleicht ein Buch? Da ist er. Herr Maxi, Maximilian. Hello, Neonate. How can I be of assistance? Ja, haben Sie ein paar Minuten Zeit für ein paar Worte? Of course. Das Problem mit der Epidemie ist gelöst. You have? Impressive, young one. What exactly was the source of the epidemic? Es war ein Blutkult, der von einem Vampir namens Bischof Vic angeführt wurde, einem Pestträger. Tell me of this so-called bishop. Er wollte das Ende der Welt heraufbeschwören. I see. That end may very well be upon us. But to business. I have a debt to pay you for your services. Das ist nett. If you so desire, I can give to you a unique talisman that might be of use in the future. If that does not interest you, I can compensate you with hard currency. You decide. Ich weiß nicht ganz, was der Talisman bringt, aber ich nehme den Gegenstand. A wise decision, Neonate. True power lies not in wealth, but in the things it affords you. I hope this object serves you well. Dankeschön, ein Blutstern. Ja, dann, ich habe noch ein paar Fragen. What is it you would like to know? Was wissen Sie über den Sarkophag von Ankara? No more than yourself. But I do know that LaCroix is much too focused on acquiring it. His obvious need for it reveals a weakness that his enemies may one day exploit. Und was glauben Sie, was drin ist? I do not know. Although I must admit that I sense a change in the night air. Something subtle and not altogether pleasant. Perhaps the arrival of the sarcophagus is the harbinger of something more dreadful. Zum Beispiel? I will say no more. Ich verschwinde dann mal. Es ist echt ein bisschen erschreckend, wenn sogar die großen Fürsten Angst haben vor dem, was darin sein könnte. Und der Prinz ist ja selber ganz durchgeknallt. Warte mal, die Tür hier oben, kann ich da nicht? Nee, da konnte ich... Schade, ist abgeschlossen. Ja, es ist, wie gesagt, sehr beunruhigend. Es könnte alles Mögliche sein. Ich weiß, wie gesagt, leider nicht, was es ist, weil ich habe es halt nie durchgespielt. Das hat mich damals sehr gefuchst. Mittlerweile ist es halt so, dass es mir egal ist, dass ich es damals nicht durchgespielt habe, weil jetzt habe ich ja die Möglichkeit. So, sie haben Miltons zerfetzte Leiche gefunden. Ich habe einen Schlüssel zum Lucky Star Motel. Lucky Star, das ist natürlich, hört sich ganz nach Chinatown an. Ja, der Penner mit dem Karneval des Todes, das kommt auch noch.
Es wird noch ein bisschen dauern. Ich überlege gerade, wir haben noch so viel zu tun hier. Eigentlich. Ja, wohl eigentlich gar nicht. Ich werde jetzt dem Prinz Bescheid geben. Vielleicht kommen wir dann sogar noch schon nach Hollywood. Und daran habe ich wirklich kaum eine Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich vielleicht mal Geschwindigkeit skillen sollte. Stufe 3 Geschwindigkeit. Das dauert halt echt nicht lang, dieser Zustand. Nee, den werde ich dann skillen, wenn es soweit ist, weil ich weiß, es kommt eine Quest, die kann man ohne Geschwindigkeit eigentlich gar nicht schaffen. Das ist so arschig. Oh, seht mal da. Hallo. Ist hier kalt? Guck mal. Dulut. Ja, hier ist hey. Kalt. I know this might seem creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to... I'm in your debt. I want to help you. I owe you my life, and I feel like I need to repay you. I almost forgot. I'm Heather. Heather Poe. I'm not weirding you out or anything, am I? Ja, ihr wisst noch, das war das junge Mädchen, das wir im Krankenhaus durch unser Blut gerettet haben. Nun ja, jetzt haben wir einen eigenen Ghoul, wenn man so will. Das ist sehr überraschend, oder? Ich wusste, dass du kommen würdest. Du könntest mir nützlich sein. Ja. I can be. I know I can. I'll do everything I can for you. I... Look, here, here. I got you this. I thought you might be able to use it. I can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. No. Na okay. Natürlich, Heather. Es wäre mir eine Freude, wenn du bei mir bleiben würdest. Really? I promise you won't regret it. Promise. I'll get you money. I'll get you things. Everything. I want to be important to you. Ach, das ist ja süß. Na gut, dann warte auf mich in meiner Wohnung. Du kannst nicht hinter mir herlaufen, das ist zu gefährlich. I know where you live. I checked there first. I'll wait for you at your place. And when you do come back, I'll take care of whatever you want. I'd do anything for you. No. Aber meine liebe Heather, was würde ich nur ohne dich tun? Ich sehe dich dann später. Ja, es ist sehr nett. Und ich finde, sie sieht auch ganz hübsch aus. Ist eine Liebe. Ist zwar ein bisschen freakig, dass sie uns jetzt so hinterherbandelt, aber ich meine, das hat wahrscheinlich die Wirkung von Vampiren auf Menschen. Also, ja, das hat das Blut, meine ich. Das Blut hat diese Wirkung auf Menschen. So, darf ich hoch, Chunk? Evening, Chief. You back to see Mr. LaCroix again? Ja, klar. Yeah, he told me to send you up as soon as you came in. Lots of people here to see Mr. LaCroix. Nice guy. He seems a little different, though. I wonder if he's... Ah, that's his business. Ja. Na, wie läuft's, Chunk? Ah, you know, I'm keeping the undesirables out and the innocent safe and secure. I'm the thin blue line that separates the crazies from the hard-working decent folks. Yep, as long as I'm around, Mr. LaCroix's got nothing to worry about. Ja, er weiß das sicher zu würdigen, Chunk. Bis dann. Ihre Selbsteinschätzung ist brillant. Ah, es ist schon armes Schwein. Man kann ihn aber echt auch ein bisschen sich über ihn lustig machen. Der hält viel zu viel auf sich. I've said all I need to for now. Na, seht mal, die ganzen Fürsten hier. Der Who is Who. Der Vampir-Clans. I don't have time for a monologue. Give me the bullet points of what you saw. Jeder an Bord wurde massakriert, es gab keine Überlebenden. And the Ankaran sarcophagus. What did you see? Der ganze Boden war voller Blut. Handabdrücke zeigen an, dass er von innen geöffnet wurde. Opened. Let's not jump to conclusions. Give me the manifest in your notes. I'll sort this mess later. You might have noticed when you came in the parade of malingering mollycoddles filing out. Ja, so nennst du also deine Mitverbündeten hier. Naja, wer waren sie? Those were the Primogen, this city's clan elders. A worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin. Which is why they were here. It seems Alistair Grout, the Malkavian Primogen, has either forgotten how to answer his phone, or is missing.
Each minor problem like a grain of sand. Each night I inherit the desert. The Sabbat's appearance has put the Primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills. I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into and have him contact us. Na gut. Natürlich. Ist das alles? Yes, for the moment. You know, your demeanor thus far bears similar characteristics to those that rise to the top of this organization. Stay that course. Natürlich, Sir. Und jetzt zu Grout. Yes. About Grout. As I said, Grout is the Malkavian Primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Ja, das wird lustig bei... Okay. Ich habe noch einige Fragen, bevor ich mich auf den Weg mache. I suppose I can spare a few seconds. Natürlich. Keine Ursache. Ich bin bereit für ein Treffen mit Grout. When we hear from Grout, you may come back. Until then. Ja, alles klar. Oh, and to show my appreciation for your dedicated service to me, I have secured you a haven nearby. In the Skyline Apartment Building. I hope it's to your liking. Oh, danke. Sagen Sie auch meinem Ghoul, sie soll dort einziehen. Ja, weißt du, jetzt habe ich ihn wieder zum Dienstbotengang verurteilt, quasi. Aber gut, ich meine, es hat Privilegien, wenn man sich hier ein bisschen einschleimt, ne? Es bringt Privilegien mit sich, meine ich. Ja, ihr habt's gehört, wir sollen nach Hollywood Hills. Das ist unsere nächste Station. Wie ich schon vermutet habe, wir kommen jetzt bald einen Schritt weiter. Krass eigentlich, wir sind jetzt schon im dritten Gebiet, dann ist es ja doch etwas kürzer, als ich es in Erinnerung habe, dieses Spiel. Aber für ein Rollenspiel immer noch ganz anständig. Ich meine, ich mache ja eine halbe Stunde immer, von daher passt das schon. So, wo haben wir es denn? Skyline Apartments. Das ist ja nicht gerade ein Traum, dieser Block, aber ich wäre lieber hier, im Empire Arms, mein Gott. Aber man muss halt sehen, man muss sich nach oben arbeiten. Na gut, da bin ich immer gespannt, was unser Liebchen jetzt für uns gemacht hat, unser neuer Ghoul. So, Stock 4 war es, ne? Ich meine, was haben wir hier schon alles erlebt in diesem Bunker des Grauens? Einer ist an einer Seuche gestorben, ein Ghoul ist tot. Einer war Regisseur, den haben Vapisha zum Fraß vorgeworfen. Ach ja, der ganze Block ist ausgestorben, wenn man so will. Ja, mein Apartment. Und da ist sie ja, unser Liebchen. Hallo. Was ist das für eine Rotze? Okkultes Extra. Ernsthaft jetzt? Ach so, ich wollte mir das Amulett noch ansehen. Blutstern. Alle Kainskinder haben die angeborene Fähigkeit, ihre untoten Körper an die Grenzen sterblicher Kapazität zu treiben, doch nur für einen Augenblick und mit hohem Bluteinsatz. Dieser düstere Talisman wurde geschaffen, um diese Fähigkeit zu verstärken. Die Dauer von Blutmacht verdoppelt sich durch ihn. Das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Achso, und okkultes Extra. Wo haben wir das denn? Nein. Wo ist es denn? Was ist denn das überhaupt? Wir haben Kaugummi. Na toll. Ein gewöhnliches Paket Kaugummi. Ach, da haben wir es ja. Wenn Sie dieses Objekt betrachten, verdunkelt sich der Himmel und es blitzt. Da gibt es aber... Es gibt aber auch keinen klaren Aufschluss darüber, was das hier ist. Das sieht aus wie ein Stück Rotz. Oh. Oh, was? Dunkelheit Duration, Stärke Duration, Seelenstärke... Ich hab's benutzt scheinbar. Ich wollte es ja gar nicht benutzen. Na gut. Oh, sie hat Blutbeutel für uns, die Liebe. Das hast du fein gemacht, Mädchen. Du bist ja doch zu was Nutze. So, was haben wir denn? Sag mal, red mal mit mir, komm. I'm so glad you're back. I've been waiting here just like you asked. Your place is, nice. Ja, naja, nichts Großartiges, aber sie gehört mir. Is there something I can do for you? Anything, just ask. Ja, schlaf ein wenig. Es gibt etwas, das du wissen solltest, bevor wir weiterreden. Oh. Are you married? Is that why you don't want me around? Nein, du hast wegen meines Blutes überlebt. Ich bin ein Vampir, du bist an mich gebunden. What? You're joking, right? That's like slang for something like catcher or some fetish term, right? Not like a blah, blah, vampire. Right? Begreifst du nicht? Ich hab dich auserwählt. Du solltest dich geehrt fühlen, Sterbliche. No, there's no such thing. You're...
This isn't funny anymore. Na gut. Oh, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Mach dir keine Sorgen, mein süßes Schmusetier. Ich werde dich beschützen. Durch mich wirst du dich ganz unglaublich fühlen. You will. I do love you so much. Whatever you are. I don't care. I just want to be with you. Ach, das ist ja schön. Na gut, das ist ja toll. Und jetzt zu irgendwas, das deine Fürsorge für mich ausdrückt. What can I do to show my appreciation? Hast du ein bisschen Geld bei dir? Here, that's all I've got. Ja, erzähl mir ein bisschen was über dich. Me? I'm not so special, you know? I go to college. I'm majoring in fashion design. I think I'm pretty creative. I just started school a year late because my parents died. Car crash. I didn't really have anyone special in my life until you came along. No. Wie traurig. Keine Angst, ich bin jetzt für dich da, liebste Heather. Ja, was dein Outfit betrifft, das änderst du besser. Okay. Alles klar. Ich mag es schwarz und gothic. Ja, man kann sie übrigens wirklich ein bisschen beeinflussen, was das angeht. Oh, Schrotpatronen. Hallo? Jawohl. Was haben wir hier noch? Das muss schon... Ich weiß nicht, irgendwie ist es auch ein bisschen... Ich fühle mich dabei nicht so ganz wohl, muss ich sagen. Aber andererseits ist es schon ganz cool, wenn man so jemanden hat. Ich meine, ihr geht's ja nicht schlecht. Wir haben jetzt zwar ihr Pausengeld geklaut, ne? Aber es ist ja nichts, worunter sie zu leiden hat. Was? E-Mail? Morgengrauen. Ja, ist schon klar. Gefallen zurückgezahlt. Komm mal bei der Gelegenheit. Ja, das hatten wir doch schon, oder? Löschen. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir gehen nach Hollywood, hä? Habt ihr Bock? Ja, wir gehen jetzt nach Hollywood. Was für hässliche Bilder. Ich bin aber gespannt, was sie aus der Bude macht. Sie kann das nämlich wirklich hier verändern, alles so ein bisschen. Na? Das dauert immer so lange hier im Aufzug. Ja, ich weiß, das ist falsch. Ich wollte ins Geschoss, Ground Floor. Wir haben uns ja doch gar nicht umgesehen, aber im 5., 6. und 4. war ich jetzt überall ja schon, ne? Naja. Guti, dann ab nach Hollywood. Ich meine, wir können mit dem Taxi fahren, das kostet uns nicht mal Geld. Wir haben den Vampirrabatt. Schade, dass wir das nicht öfter nutzen können, diese Verführungsmasche. Ist das überall Blut da vorne? Nee. Das ist einfach ein roter Bordstein, ein abgesenkter. Wahrscheinlich ist es die Markierung. Keine Ahnung. Ach, guck mal, da vorne steht es ein Van. Das ist so ein Transporter. Das ist kein Van. Der war vorher nicht da, oder? La devastazione ambientale e urbana. Ist das italienisch? Ja, weiß ich nicht. Moin. Na klar. So, wir können... Nee, Grouts Mansion. Schade. Ich dachte, wir können jetzt schon nach Hollywood. Wow, da hat jemand geschossen. Ich hau ab. Oha, guck mal, Nines ist hier. You. What are you doing here? Dasselbe könnte ich dich fragen. No. Wie nein? Eigentlich war das keine Entscheidungsfrage. You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Warum hast du so ein Echo? Wieso? Was ist denn da drin? Wow, die Kamera ist sehr geil. Ey, Nines, warte mal. Hat er gerade geschossen oder war das die Tür, die zugefallen ist? Das ist schon wieder so ein spooky Anwesen. Ich finde das aber geil. Guck, was für ein riesiges Haus das ist. Da wird man ein bisschen neidisch, oder? Andererseits, das muss auch alles geputzt werden. Stell ich das mal vor. Ich meine, der Garten ist ja nicht gerade der schönste, aber innen drin geht es bestimmt so richtig ab. Also, so. Es ist wahrscheinlich sehr wir. Ich meine, es ist immer ein Anwesen der Malkavianer. Oder des Obermalkavianers. Ist schon interessant, wenn man überlegt, man ist schon mehrere hundert Jahre alt. Schätze ich jetzt einfach mal so. Hi Ratti, komm her. Nom, 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 nom. Ich habe ein bisschen Hunger. Haben sie mir extra einen Snack auf die Terrasse gelegt. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube.
Ja, das war eine sehr schöne Stelle, soweit ich mich erinnern kann. Warte mal. Erstmal speichern. Nein, ich wollte nicht die Axt. Warum hat er die Axt noch auf... Hä? Achso, ich hatte das ja geändert, genau. Okay. So, warte. Hehe. Du siehst irgendwie ein bisschen unheimlich aus mit dem Messer, weißt du das? Oh. Stirb, du Luder. Okay, das Messer habe ich bereits. Um es mal so zu sagen, das sind alles Feinde, Leute. Das sind keine netten Viecher. Oh, was? Lass mal die Tür auf. Ich muss sehen, wo der hinläuft. Auftragsbuch aktualisiert. Sie haben gerade Grouts Anwesen betreten und irgendetwas daran ist merkwürdig. Ja, zum Beispiel sind hier überall kranke Typen, die wahnsinnig sind. Oh. Ja, lach mal nicht so. Ich schlitz euch alle auf. Nam nam nam. Ja, wie gesagt, ich muss die mich erst gar nicht angreifen lassen. Ich fress sie einfach. Einfach aussaugen. So sieht's aus. Wobei, das sind, glaube ich, keine Malkavianer. Die haben ein paar längere Krallen irgendwie. Die sind auf jeden Fall gefährlich. Okay. Das geht nicht auf. Wird so lustig, ja? Was haben wir denn da? Achso, das sind übrigens Tonband auf, also so Aufnahmen. Die kann ich abspielen, glaube ich. Ach, ich nehme jetzt wieder zu viel vorweg. Ich halte die Schnauze. Guckt einfach, was passiert. Hehehehe. Ich finde es super, dass hier immer so ein Jingle kommt, wenn man die von hinten absticht. Oh, was haben wir denn da? Ein okkultes Extra. Und Wahrnehmung schärft den Geist und herrscht über die Grenzen der Zeit. Daran lässt die Wahrnehmung, was Zeit lässt die Wahrnehmung ermüden und verfälscht den Geist. Der Geist ist launisch und wirkt in vielerlei Hinsicht auf Wahrnehmung, Zeit und den Geist selbst. Harmonie bringt Fortschritt. Ja, das ist eine Weisheit, die sollte man sich auf den Arsch tätowieren lassen. So. Ach so. Hä? Wenn Sie diesen grob gehauenen Bernstein halten, empfinden Sie tiefen Frieden und sogar einen Hoffnungsschimmer auf Erlösung. Tragen Sie Galdium, können Sie die Wirkung der meisten passiven Disziplinen länger aufrechterhalten. Die Dauer verlängert sich um 25%. Ja, dieses versteinerte Blatt ist nicht für die Verdammten bestimmt, doch Vampire können trotzdem von seinem Schamanen, von seiner Schamanenmagie profitieren. Die Verteidigung hört sich um 1. Ja, sehr geil. Seht mal, das ist nur, weil ich dieses akademische Wissen habe, glaube ich. Schwer heilbar 0? Okay. Ach ja. Gut, das ist mein Bonus, den ich habe. Oh, Fernkampf habe ich echt so niedrig. Schusswaffen und Wahrnehmung. Erhöht das. Geistesschärfe ist für Ausweichen. Okay. Schlösser knacken ist Sicherheit. Das ist das Einzige. Nee. Geschick natürlich noch. Okay, okay. Ich werde, wie gesagt, erstmal ein bisschen warten mit den Skillpunkten, weil man braucht nicht alles so wirklich. Und ja, das ist ein Schalter da unten. Ein Schalterrätsel. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, ne? Habt ihr ja gesehen. Ja. Wofür wohl? Für hier. Alles klar. Aber Leute, das machen wir nächstes Mal. Dann geht's weiter in Grouts Anwesen. Und hier wird's noch ganz schön wirr und lustig. Lustig im Sinne von nicht lustig, nicht lachen. Eher so ein bisschen komisch. Danke fürs Zusehen und bis dann mit Vampire the Masquerade Bloodlines.